Unterballert ist voll rein, Alter. Unterballert ist voll rein. Ah. Erster Fisch, gerade hier noch alles zusammengebaut. Und es geht auch schon direkt los. Heute nach langer Zeit mal wieder am Bärensee. Also ihr Lümmels, legen wir los. Ziehen wir mal raus hier die ersten Brocken, die gerade Bock haben hier. Ah. Schöner Amur, kann sich schon gut sehen lassen. So ein Amur geht eigentlich immer. Und ich stehe hier auf einem der guten alten Spots am Bärensee. 55, 33, da ist er, der Spot. Und ich werfe hier ganz entspannt so auf 13 Meter aus. Gar nicht wirklich weit. Das heißt, da kommt man locker eben auch hin. Ich peile hier eigentlich immer so als Ziel die oberste Seerose hier an, dass man da so ungefähr hinwirft. Und ja, dann geht es ab. Und wir sehen, ja, auf der Mitte, Schnur hat erst ein bisschen nachgelassen. Und schon fängt da einer an zu zuppeln. Ein bisschen anschlagen. Oh, irgendwas Lüttes, eine fette Karausche oder was? Ja. Fette Karausche, lübt der Lachs. Also, es sind jetzt die ersten Würfe sozusagen. Erste Mal ausgeworfen. Und so langsam zündet dann auch der Spot, aber es fängt eben auch schon gut an. Ich hatte gerade nochmal reingeschaut hier ins Discord, Link vom Discord unten drunter unterm Video. Da hatte der Herr Zilonka, der alte Karpfenangler, der hatte reingeschrieben, Alden, 55, 33, lübt der Lachs. Was hat er geschrieben? Er hat sogar geschrieben 16 bis 17 Meter, also er wirft da immer ein bisschen weiter aus anscheinend. Aber auch hier in dem Bereich lübt es ganz gut. Ja, und von den Ködern und von der Köderkombi, ja, genauso wie ich hier jetzt auch stehe, gehen wir also gleich mal schön rein im Detail und schauen uns das Set an. Nehmen wir mal das hier direkt in der Mitte. Da kommt Post, jawohl. Also schauen wir mal eben rein. Ganz normal auf Pop-Up Rig. Und vom Pop-Up-Rig dann ausgehend mit einem Einserhaken. Relativ dickes, ne, relativ dicke Schnur hier, 31 Kilo. Wenn ihr natürlich nicht ganz so dick unterwegs sein könnt, auch natürlich mit kleinerem Setup machbar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine HSV habt oder eine Alpha habt als Rolle und dann hier mit vielleicht 17 Kilo Tragfähigkeit auf dem Fluorocarbon unterwegs seid, auch durchaus möglich hier an der Stelle. Einserhaken trotz allem ruhig verwenden. Einserhaken ist jetzt nicht so gewaltig groß, sorgt aber dafür, dass man eine etwas höhere Frequenz hat. Und als nächstes dann hier auch einen relativ kleinen Boilie, Pop-Up 16 tatsächlich nur. Häufig hat man ja beim Karpfenangeln sowas um die 20 herum auch. Aber eben auch hier die 16er, wie gesagt, gar nicht so dick und fett, aber auch da dann eher vielleicht eine etwas größere Frequenz, dass man hier ein bisschen mehr rausziehen kann. Und das Ganze geht geschmacksmäßig hier in Richtung Kokos, Kokossahne. Ein bisschen süßlich exotisch und das schön kombiniert. Futtermische kann man natürlich auch dementsprechend anmischen oder man kann später vielleicht irgendwann auch schon PVA verwenden. Da kann man dann Maismehl als Basis nehmen, das hatte ich gerade noch rumliegen. Dann kann man aber auch sowas nehmen wie Hanfsamen oder sowas als Basis, Kokoscreme, Soße oben drüber und das Ganze ist dann gefüllt komplett mit Feeds, Kokossahnefeeds bzw. süße Sahnefeed, rein damit und gib ihm. Ja, und im Idealfall, guck, da zubbelt es auch schon wieder. Genau, alles rein dann ins PVA oder einfach werfen, ne? Also wenn man hier so eine Mische sich zusammenbaut, die ganz normale Trockenmische oder diese Klumpenmische da, einfach schön alles mit Kokos und Sahne kombinieren, kann man wunderbar machen. Andere Möglichkeit ist, hier sich hinzustellen, ne? Gerade hier, man merkt, es zuppelt so doll und zuppelt und zuppelt, das sind höchstwahrscheinlich Amure. Ganz klassischer Amur-Spot hier auch. Guck mal da, Alter. Karauschen mögen aber auch gerade. Klassischer Amur-Spot. Und für Amure auch hier ruhig mal testen. Einfach nur mit der Standard
Graskarpfenmische. Standard Graskarpfenmische, Kartoffel, gib ihn. Gleiche Stelle auch einfach mal auswerfen. Gerade wenn man so mit den ersten oder die ersten Stunden hier an dem Gewässer ist oder vielleicht nur ein, zwei Ruten hat, die das können, hier auf Karpfen können, dann lohnt sich das doch auch hier mal mit der Kartoffel zu testen. Auch da können mächtige Brocken schon mal reingehen. Und dann kann man hier so ein bisschen üben am Karpfenpuff hier am Bärensee. Zack, anschlagen, immer noch schön. Am Bärensee testen, auf Amure. Oha, da war ein bisschen was gleich zum Zerschnibbeln. So, und immer schön anwählen da vorne. Immer schön auf die Seerose. Oder halt so ein bisschen weiter. Jo. Und dann lüppt das im Idealfall, ne? Bisher sieht das schon ganz gut aus. Hier in der Mitte waren bisher ständig die Karauschen. Na, gucken wir mal, ob hier wieder eine Karausche geht. Wobei, das zieht sich schon schön runter. Schön wieder anschlagen. Bremse ein bisschen hoch, jawohl. Zack. Und der erste kleine Amur. So, ja, ihr seht, ein Nonstop. Nicht schlecht. Kann man gut machen, ey. Zack, und runter. Und der hat sogar richtig Bock. Sehr schön. So muss das sein. Schön langsam ranziehen hier. Jawohl. Auch wieder 7,9. Kann sich alles sehen lassen. Also in der Gewichtsklasse macht auch Amur richtig Bock. Beziehungsweise auch kohlemäßig, ne? Da lohnt es sich. So, die ganz kleine ist natürlich immer so ein bisschen... Ja, 3-4 Kilo und sowas ist natürlich immer ein bisschen schade, aber um die 7, da geht es doch schon richtig gut los. Das kann sich doch sehen lassen. Und ihr seht, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Geht sofort wieder los hier. Gerade erst ausgeworfen, jetzt alle drei Ruten am Rumzuppeln. Sehr gut, ey. So soll das sein. Gerade nochmal eben schauen. Der Zilonka, der alte Lümmel, was hat er da rausgezogen? Anderthalb Stunden stand er da. Sehe ich das? Über 60 Fische, glaube ich, ja. In der Zeit, das ist doch top. Hier geht der nächste. Also, Frequenz läuft. Bei mir läuft es gerade sehr, sehr gut. Der ist sogar richtig schön dick hier. 11 Kilo, sehr schön. Weiter geht's. Jetzt aber schnell auf den nächsten hier. Ach, ist das schön. Ich komme gerade vom Yama. Schön am Yama noch gewesen. Da ein bisschen Gas gegeben. Happy Hour gemacht. Ich habe mir tatsächlich jetzt, wo hier gerade Aktionstage wieder sind, habe ich mir tatsächlich mal wieder Premium gegönnt. Alter, nach, ich würde sagen, fast anderthalb Jahren ohne Premium. Beziehungsweise, ja doch, gut anderthalb Jahre. Jetzt doch mal wieder zugeschlagen. Weil ich bin ja eh so viel drin in dem Game. Und wir können dann demnächst auch ein bisschen bessere Turniere machen. Das war ja sonst immer ein bisschen langweilig. Die Möglichkeit, Turniere zu machen, wenn man da irgendwie mit dem Silbereinsatz ein bisschen rumhantieren will. Zwei Turniere meistens am Abend gemacht. Das eine war dann oft irgendwie mit Einsatz 10 Silber und das nächste dann mit 15 und danach konnte man schon keinen Silbereinsatz mehr machen. So haben wir jetzt die Möglichkeit, vielleicht auch mal schön mit 100 Silber reinzugehen, dass dann der Gewinner auch richtig was abkassieren kann. Gucken wir mal. Also man kann einfach jetzt ein bisschen mehr variieren. Ich kann auch endlich ein Passwort vergeben bei dem Turnier erstellen und so weiter und so weiter. Also doch schon mehr Vorteile. Tja, ansonsten, was halt eben noch wichtig ist, mal auch ein paar Sachen hin und her schicken. Auch das war ja sonst immer nicht möglich. Ich meine, ich bin damit auch irgendwie klargekommen jetzt die anderthalb Jahre. Aber angenehmer ist es ja dann doch schon, wenn man die kompletten Möglichkeiten hat. XP-mäßig ist es mir ja relativ wurscht. Ich bin... überhaupt nicht darauf irgendwie großartig aus. Und ja, skillmäßig bin ich glaube ich auch so gut wie durch, bis auf Köderbeschaffung.
bin ich ja eh auch irgendwie komplett durch. Also wie gesagt, Riesenvorteile hat es für mich jetzt nicht. Ich hatte jetzt die Tage auch schon gesehen im Ingame-Chat wieder diese Diskussion, Alden jetzt hier, das geht ja richtig ab mit Premium. Ja, im Low-Level-Bereich geht das natürlich auch richtig ab. Vorsichtig allerdings, vertüdelt euch da nicht selbst. Ihr kriegt so viel Progress, ihr habt so viel Fortschritt, zack, 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 auf einmal schon wieder nächstes Gewässer und ihr kommt mit dem Silber partout nicht hinterher. Das heißt, ihr seid da schön am Rausziehen, ihr levelt fleißig, aber im Verhältnis zum Silber entgleitet das komplett. Ihr könnt gar nicht so viel Silber verdienen, wie ihr quasi levelt. Und dementsprechend steht ihr dann auf einmal an einem Gewässer, wo ihr dann sagt, ja, Alter, wie soll ich denn jetzt hier die Fische rausziehen? Oder ich bin ja jetzt schon so und so weit, jetzt muss ich mir dringend irgendwas kaufen. Und dann wird man eben schnell dazu verleitet, dass man sagt, ja, jetzt kaufe ich mir so einen Zwischenschritt. Irgendwas, wo ich denke, ja, damit bin ich jetzt ein bisschen besser unterwegs. Und das ist halt dann die große Katastrophe. Man geht halt nicht auf diese Kernelemente hier, also dass man sagt, okay, entweder Tagara oder Venga oder vorher halt eine, dass man sich eine Alpha holt, beziehungsweise eine HSV. Also man überschreitet schnell irgendwie oder vergisst dann quasi diese Kern-Set-Teile sich zu kaufen, weil man ja irgendwas anderes schnell noch haben will, damit man irgendwie klarkommt. Also es ist halt echt immer ein bisschen schade, weil man sieht halt sofort Leute, die sich im Low-Level-Bereich Premium holen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mangelnder Geduld. Die neigen dann halt dazu zu sagen, ja, jetzt muss ich aber viel Silber machen. Jetzt brauche ich aber Silber. Und schon ist eigentlich der Spaß am Game wieder so ein bisschen dahin. Weil halt dieses Silber verdienen müssen, weil man ist ja schon so weit und hat irgendwie noch kein Setup. Das macht das Ganze dann halt auch ein bisschen kaputt. Ja, und dann wird man natürlich dazu verleitet, auch wieder einzucachen. Und wenn dann gerade diese Aktionen sind, ach ja, dann könnte man ja auch, die mag ich ja gar nicht, ne? Dann könnte man ja mal eben auch wieder reincachen. Ich meine, klar, jedem das seine, egal, ne? Also wenn du sagst, easy, ich cache da auch mal eben rein, kann man natürlich machen. Aber angeln alleine und klarkommen hier auch im Game hat halt nicht nur was mit dem Set zu tun, sondern vielleicht auch eher damit was zu tun, dass man weiß, wie man mit dem, was man hat, und ob es da jetzt das Set ist oder ob es Köder sind, damit klarkommen. Und man kann das auch einfach für sich mal ausprobieren, vielleicht einfach mal sagen, alles klar, den nächsten Monat kaufe ich gar nichts und verangel nur noch das, was ich habe. Ich meine, klar, mit Level 5 wird sowas nicht machbar sein, aber mit 20 plus kriegt man das wahrscheinlich sogar schon hin, weil sich so viel Gedöns ansammelt, dass man, wie gesagt, mit den Ködern, die man hat und ja, mit dem, wie gesagt, was man halt gerade besitzt, wahrscheinlich ja noch länger angeln könnte. In meinem Levelbereich, ich glaube, ich müsste gar nicht mehr irgendwelche Köder kaufen. Ich müsste gar nichts mehr kaufen. Theoretisch könnte ich entweder alles selber ausbuddeln. Zack. Oder ich verwende halt, um irgendwie ein bisschen was zu überbrücken, verwende dann halt einen Kunstköder oder sowas in der Art. Also, ich glaube, ich könnte, ja, wie gesagt, entweder gar nicht mehr, dass ich gar nicht mehr irgendwelche Köder kaufe. Oder, ja, ich müsste sie dann halt irgendwie ausbuddeln. Oder Köderbeschaffung irgendwann skillen. Aber allein, wenn ich mir überlege, von den Naturködern, was man da so rumliegen hat, gerade vom Köder-Skillen auch und so. Ja, 46.000 Regenwürmer, Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Also Regenwurm, ne? Bester Köder. Einfach mal mit dem Regenwurm angeln, allen. Gehst du mal schön wieder zurück, back to the roots, und hältst deine Routen rein auf Regenwurm, Alter. Da bist du aber, kannst du aber mal ganz überrascht sein, was du da auf einmal für Brocken ziehst. Gar nicht schlecht, ey. Apropos gar nicht schlecht, ich bin auch ganz angetan hier von der Stelle. Hör mal, da lügt aber hier 14 Minuten 16 Fische.
Und das beim Karpfenangeln. Wir sind ja hier nicht beim Laubenstippen, ey. Lecko funny, ey. Kann sie echt gut sehen lassen. Kann man machen. Das ist nicht verkehrt. Ich würde sagen, ihr Lümmels, rausziehen. Sollen wir nochmal eben gucken, was das bringt? Komm, den einen nehmen wir hier noch mit. Dann haben wir auch gleich die 15 Minuten voll. Ach, da bimmelt schon der nächste. Das ist aber nicht schlecht, ey. Kann man hier mal schön ein bisschen durchziehen. Auf Karpfen, wie gesagt, schön Kokossahne. Ist übrigens ein Klassiker. Einfach immer mal wieder testen hier an den Standardspots. 1, 2, 3. Ich sag mal, wenn man hier diese 3 Standardspots einmal gecheckt hat, dann, ja, und dann überall nichts geht, zack, zum nächsten Gewässer. Ich würde gerade im Low-Level-Bereich, wenn es immer noch darum geht, dass man ein bisschen Silber macht, würde ich auch gar nicht so lange rumprobieren mit den Karpfen. Ähnlich wie mit dem Aalangeln oder sowas. Wenn es lübt, dann ist es geil, dann Gas geben. Und wenn es nicht lübt, zack, nächstes Gewässer, andere Fische auswählen. Einfach was anderes ausprobieren. Nicht so verkrampft immer auf eins versuchen, wo man sich gerade kopfmäßig drauf festgelegt hat. Das bringt ja alles nichts. Wenn es an dem Tag gerade nicht lübt, dann lübt es nicht. So, gehen wir mal kurz verkaufen. Schauen uns das gerade mal an, was jetzt hier die 18 Fische in 15 Minuten gebracht haben. Amure, ich glaube jetzt der größte war 11 Kilo. Viele Amure halt mit drin. Nach Preisen sortieren, genau. 11 Kilo, 15 Minuten und 85 Silber. Also absolut fair. Kann man machen. 2-3 Fische noch, dann haben wir die 100 in 20 Minuten. Also um die 300 könne man, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen Gas geben und ordentlich was rausziehen. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Wenn ihr das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Oder im nächsten Video. Petri.